Gut so, mein lieber Stahlbaum. Weiß nicht. Aber vielen Dank, dass Sie heute noch mal am Heiligen Abend zu uns gekommen sind und sich alle Zeit genommen haben. Meine Frau und ich wissen das sehr zu schätzen, Herr Dr. Wellenstern. Ich bitte Sie, sowas ist doch wohl selbstverständlich. Aber ich sollte an Schnetter denken. Was machen Sie denn noch hier? Müssen Sie nicht längst zurück in Ihre Garnisonskiste? Das sehen Sie nur. Unsere Patientin kommt ja wieder zu sich. Mariechen! Ist die Schlacht jetzt schon vorbei? Hat der Nussknacker gesiegt? So reden Sie doch, Leutnant Stetterdenk. Ist etwas schon erlöst? Marie, Kind, komm doch zu dir. Wer ist denn Leutnant Stetterdenk, Marie? Na, Sie natürlich. So? Ich bin das? Natürlich. Sie sind jetzt nicht mehr in Uniform, sondern in Zivil. Aber ich weiß doch, dass Sie Leutnant Stetterdenk, Husarenregiment von meinem Bruder Fritz Stahlbaum sind. Hätte man ja auch etwas tun können. Wir wünschen, gnädige Frau. Räumen Sie das bitte weg. Sehr und stellen Sie Frau. Im gesamten Raum Mausefallen auf. Und packen Sie bitte das Gepäck in Dosen. Sehr wohl, gnädige Frau. Ja, ich darf mich dann wohl verabschieden. Gute Besserung, Marie. Und lass dich nicht wieder von diesen großen Mäusen beißen, ja? Ihr erwischt mich kein zweites Mal. Seien Sie sicher, Doktor. Schlaf du dich erst einmal richtig aus. Und gehen Sie ruhig auf Maries Fantasien etwas ein. Das schadet nicht. Ich weiß nicht, Dr. Wendelstern. Wer kann denn schon mit Sicherheit sagen, ob das Spielzeug in der Weihnachtsnacht nicht wirklich lebendig wird, liebe Frau Stahlbaum? Ich vermute, da hat die Wissenschaft noch nicht das letzte Wort gesprochen. Nun, guten Abend und noch frohe Festtage. Guten Abend. Ihnen auch, Dr. Wendelstern. Ihnen auch. Und schönen Dank noch einmal. Geschichte von der Verzauberung des Nussknackers zur Hässlichkeit, als ein Spiel mit mechanischen Puppen, mit Automaten erzählen. Mechanischen Puppen? Ja, sie sind ganz und gar künstlich und eine meiner neuesten Erfindungen. Einen König und eine Königin. Das waren nette Leute und gute Legenden. Und wie sich das gehört, hatten sie auch eine Tochter, die Prinzessin Pirlipat. Was für ein ulkiger und besonderer Name für eine Prinzessin. Oh, sie war in allem etwas ganz Besonderes, Marie. Besonders hübsch, besonders eitel, besonders verwöhnt und ganz besonders launisch. Ja, ja, Pirlipat macht ihren Eltern nicht nur Freude. Nun, Pirlipat, mein Kind, wie geht es dir? Geht es dir gut? Naja. Du siehst heute ganz besonders hübsch aus, Pirlipatchen. Ganz besonders. Ganz besonders? Ganz besonders? Nicht vielleicht über alle Maßen? Ja, ja, das auch, Pirlipatchen, das auch. Unübertrefflich schön? Ja, ja, das auch. Von keinem anderen zu erreichen? Ja, ich glaube, das wollte dein Vater sagen. Bisschen. Nun gut, ich möchte durchaus die diplomatischen Beziehungen zu euch Mäusen nicht gefährden. Nimm dir ein bisschen von dem Speck und dann verschwinde gefälligst wieder in dein Loch. Ein gefildertes Back. Und ich bin noch nicht fertig. Ich wusste, ich wollte. Jetzt ist mir der ganze Tag verdorben. Hey je, Pirlipatchen hat recht. Die Wurst schmeckt in der Tat anders. Was hast du dir dabei gedacht, Liebchen? Ich trifft keine Schuld. Die böse Königin von Mausewitz hat den ganzen Speck aufgefressen. Ich bin eine Wurst. Die böse Frau. Mäusekönigin, Häschen. Sie beanspruchte ein wenig Speck. Ein wenig Speck? Sie hat alles aufgefressen. Alles. Das ist ein Skandal. Prinzess voll ausgerottet. Aber ich werde dafür sorgen, dass mein Sohn über noch mehr Untertanen und ein größeres Königreich herrschen wird. Freut euch nicht zu früh, ihr Menschenpack. Bis dahin wird euch Frau Mauserings ihre Macht spüren lassen.
Arm zu strecken zu den Mäusen. Eine Strafe sollte dem Vergehen angemessen sein. Er hat sich im Nest seiner Elster entdeckt und sie seitdem unter seinem Kopfkissen versteckt gehalten. Ich brachte ihn sofort zu meiner Majestäten. Großartig, Drosselmeier! Großartig! Was für ein hübscher, junger Mann. Er scheint mir prädestiniert, meine Tochter zu retten und Prinz und König zu werden. So knack die Nuss schon auf, du Seife! Und gib mir meine Schönheit zurück! Sofort! Majestäten, bitte sehr. Der süße Kern der Nuss Krakatuk. Ganz außerordentlich. Ganz und gar außergewöhnlich. Sieh nur, meine Haut fühlt sich wieder an wie ein Pfirsich und nicht hart wie eine Melone. Und was für ein Glück, dass der junge Herr Drosselmeier so ein hübscher Kerl ist. Wir werden ein wunderbares Paar abgeben. Das ist ja wirklich wie ein Märchen. Was derbe ich euch? Hey, auch nicht schon wieder. Was für eine Katastrophe. Was ist denn das für ein Kerl? Niemand wird mich zwingen, den zu heiraten. Pfui. Danke für die Erlösung und auf Nimmerwiedersehen. Ein Nussknacker will mich heiraten. Nein, sowas. Verzeihen Sie, lieber Nussknacker. Lieber Herr Drosselmeier. Nein. Wir wären Ihnen in Anbetracht der Lage sehr verbunden, wenn Sie auf den Anspruch bezüglich der Hand unserer Tochter verzichten würden. Vielen Dank. Frau